Hallo, da sind wir wieder und ich habe mir mal überlegt, weil wir nur noch 13 Diamanten haben, dass wir mal ein bisschen in die Mine gehen. Ich wollte es offline machen, aber mich dann doch entschieden, das anders zu machen. Ah ja, ist das nicht schön, wie das Wasser spiegelt? Ja, nur der Peter Lustig kommt mit. Die Martina hat Urlaub oder was weiß ich. Jedenfalls arbeitet sie im Augenblick nicht mehr für uns. Und ich habe im Augenblick keine Lust, da nochmal Gold auszugeben, um da die Arbeitszeit zu verlängern. Ja, gehen wir mal in unsere alte Mine. Vielleicht finden wir ja noch was, aber ich bin mir nicht so sicher. Da haben wir ja noch was in den Kisten drin. Ruf noch was? Auch nicht. Ah ja. Wie sieht's denn hier aus? Wo haben wir denn zuletzt? Da sind wir auch noch nicht weit gekommen. Ach doch, das war ja. Da waren wir auch schon. Bäh. Schauen wir doch mal in diese Richtung. Da haben wir schon mal was Eisen, aber. Eisen sind aber keine Diamanten. Ich brauche Diamanten. Ugh. Sie stehen mir vor der Nase. Deswegen muss ich hier draußen mal ein bisschen wacher stehen. So. Kann man mal ein bisschen weiter, mal gucken, ob wir da was finden. Ja, es plätschert, also kommen wir zum Wasser. Wir kommen zu Wasser. Also hier muss Wasser in der Nähe sein. Und noch mal eine Menge Eisen. Oh. Wow. Gleich 8 Stück. Und hier waren wir schon nebenan. Okay. Das Plätschern wird lauter. Haben wir auch einen Eimer dabei? Natürlich nicht. Aber Wasser haben wir hier unten auch nicht. Uah. Also erstmal Eisen brutzeln. Halt, stopp. In 2 Öfen geht's schneller. Das Bett kann man auch mal irgendwo abstellen. Jo, dann gibt's gleich was auf die Birne. Nee, ohne Kopf zu stoßen, das ist aber, mach es doch lieber weg. So, noch mal schon 3 Stück. Eins, zwei, drei. Und mal schnell Wasser holen.
So. Was hat der denn hier? Ziel nicht erwünscht. Haben wir jetzt einen Punkt fallen lassen? 1, 2, 3. Das Schwarzpulver kann da liegen bleiben. Und weiter graben. Diamanten. Ja, ihr seid keine Diamanten. Hier habe ich auch schon überall gegraben. Und Eisen übersehen. Weitergang. Schauen wir doch da mal weiter. Was denn eigentlich über uns, weil es eine komische Farbe ist? Schwamm. Sumpf ist über uns. Mhm. Also hier tut sich nichts. Oh, Redstone brauchen wir auch nicht. Das sieht auch interessant aus. Was ist das? Achso, wir sind noch gar nicht in dem anderen Biom. Oh, toll, Eisen, Eisen, Eisen. Wie wär's denn mit ein paar Diamanten? Wenn ihr mal so freundlich wärt. Hallo? Was mit dem Eimer auf die Rübe. Und ich werde demnächst noch mal ein Special machen, weil ich hatte ja immer so diese Mod-Vorstellung gemacht, was bei der 172 geht. Aus Zeitmangel bin ich da aber nicht mehr zu gekommen in der letzten Zeit. Und ich habe viele Mods jetzt installiert, die da noch gar nicht drin stehen in der Liste. Dann werde ich demnächst noch ein Special machen. Das sieht aus wie Wüste über uns, genau. Thank you.
und das nochmal Eisen. Ja, können wir ja bald eine Eisenhandlung aufmachen hier. Wie haben wir denn jetzt schon? 17 erst. Kam mir mehr vor. Puh. Wasser abstellen. Noch vorher ein paar versuchen. Ja, geklappt. Da hinten kommt auch noch mal Wasser raus. Ja. Oh, ganz schön starke Strömung hier. Haben wir noch was zum Zumachen? So, dann kommen wir trockenen Fuß erstmal weiter. Mal schauen, was wir hier haben. Ja, hier sind wir schon wieder zurück in unserer großen Abbauhalle. Hallo Diamanten, wo seid ihr denn? Versteckt euch doch nicht. Na, da kann ja eigentlich nichts sein. Wer klopft? Hier mal schauen. Dann vielleicht noch mal ein bisschen nach unten gehen. Obwohl es da wieder gefährlich ist mit Lava und so weiter. Ja, bleiben wir lieber auf der 12 oder 11. Das ist mir dann doch sicherer. Mal in dieser Richtung schauen. So, wir haben wieder viel Wasser. Mal das abstellen. Schauen wir mal. Ja, da. Ja. Haben wir auch schon mal geguckt. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu holen. Außer Eisen und nochmals Eisen und ein bisschen Gold. Okay, da sagen wir auch nicht nein zu. Ja, ich habe mir was überlegt wegen dieser Festung, bei denen die Mob-Spawner nicht funktioniert haben, aus welchem Grund auch immer. Habe ich mir überlegt, dass wir da vielleicht eine Bahnlinie hinbauen und dann versuchen, ein paar Wissenschaftler dorthin zu bringen, beziehungsweise sagen wir mal Einwohner, und da vielleicht noch eine neue Siedlung aufzubauen.
Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Aber das wäre eine Idee. Mal was anderes. Eine Bahnlinie habe ich noch nicht gebaut, aber ich habe schon so viele Schienen gefunden. Da hat jemand einen Bogen gespannt. Wo ist er denn? Tja. Peng, da ist er hin. Ich will aber trotzdem ein paar Diamanten haben, nicht immer nur Eisen. Ist ja schön und gut mit Eisen, aber... Ich möchte Diamanten haben. Hier war ich auch schon. Aha. Wasser hatte ich hier abgestellt. Ausnahmsweise mal Kohle, aber Kohle brauche ich erst recht nicht. Ah, da hinten, da sehe ich doch was. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Lava geschwemmt werden. Und schon ist es passiert. Fast. Und stopp. Ja, man darf nicht aufgeben. Haben wir so ein bisschen Hacke mit Glück, Haltbarkeit. Vielleicht im Rucksack noch was? Nee, Glasscheibe. Was soll ich denn mit Glasscheiben? Aber keine Glücksspitzhacke? Keine Spitzhacke mit Glück? So ein Mist aber auch. Und dann werde ich mal lieber unten das weggraben, weil ich nicht möchte, dass die Diamanten in die Lava fallen. Wenn da welche ist. Moment, ist das überhaupt? Ne, das ist eine Eisenspitzhacke. Das nützt mir gar nichts. Risiko. Dankeschön. Risiko wurde nicht belohnt. Müssen wir so ausprobieren. Juhu, jetzt habe ich einmal einen Diamanten. Mist. Aber manchmal ist ja dahinter noch was versteckt. Aber diesmal nicht. Einheit. Aber wir haben ein bisschen einen Diamanten gefunden. Das ist doch schon mal was wert.
Und Eisen. Schauen wir noch mal ein bisschen. Ja, das vergessene Eisen. Aber irgendwie komisch, dass es in Minecraft gar nicht rostet. Du hast wieder laufen. Ja, da muss ich mal überlegen. Wo ich noch ein bisschen buddeln kann. Kann man mal Kram reinschmeißen hier. Halt, stopp das nicht. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Wir hätten nur noch eine Kiste für Sachen, die noch nach oben kommen sollen. Ach, die packen wir gleich da rein. Das ist einmal das, die Diamanten. Moment. Ja, Pfeilspitzen brauche ich auch immer. So, und ich mache Schluss an dieser Stelle und sage Tschüss und Bonne Nuit. Bis zum nächsten Mal.